Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Part von Intusia. Mal gucken, ob wir heute hier die 500er Platzierung auch knacken werden. Und ja, wir starten mal direkt und gucken, was wir hier fahren können. Also die Quoten sind jetzt richtig scheiße gerade. Aber ja, wir fahren natürlich hier mit 1,8er Quote. Wir gucken aber jetzt mal auch... Ach, fuck, Alter, ich drücke immer die falsche Taste hier. Wir gucken aber uns nochmal das andere Rennen hier an. Was hier für welche Gegner hier mitfahren. Oh, mit dem Aston Martin, gegen den Aston Martin können wir sogar fahren. Aber nee, komm, wir fahren doch hier das Rennen, weil wir kriegen hier mehr Punkte. Nee, wir kriegen auch echt genauso viele Punkte. Aber ganz ehrlich, ich möchte aktuell jetzt unseren Presser behalten und mit dem Wagen weiter ein paar Rennen fahren. Und ich glaube, wir fahren die Strecke jetzt rückwärts. Wir sind schon mal hier auf dieser Strecke gefahren, aber noch nie rückwärts. Oder nee, das ist, glaube ich, wir fahren vorwärts nochmal. Ja, sieht doch so danach aus. So, ja. Schnell die Kameraperspektive ändern. Oh, das ist ein R33, was da mitfährt. Auch ein schönes Fahrzeug. Und natürlich treffe ich wieder hier einen. Und schon wieder habe ich jemanden getroffen. Oh je. Fängt wieder mal super an. Kein perfektes Rennen hier am Anfang. Direkt. Ja, super, ey. Ja, danke. Ach, das ist immer so blöd. Aber wir sind schon fast Erster. Ja, wir sind jetzt auch Erster. Ich glaube, nach diesem Rennen sollten wir auf jeden Fall dann die nächste Rennkategorie freischalten. Wir kriegen auch sehr viele, wenig Punkte jetzt, ne? 90 Punkte nur? Das ist nicht so cool. Ich hoffe, die Rennen werden jetzt ein bisschen anspruchsvoller gleich, nach einer Zeit. Und ich bin mir relativ sicher, wir werden die nächste Rennkategorie freischalten. Okay, ich fahre jetzt ein bisschen zu blöd. Aber wir brauchen uns eigentlich immer noch keine Gedanken zu machen wegen Intro-Punkte. Wir sollten definitiv dann genügend haben dann auch. Und wir werden wahrscheinlich auch gleich nach diesem Rennen ein Level-Up erreichen. Und jedes Mal, wenn wir ein Level-Up erreichen, kommen wieder Intro-Punkte dazu. Das, was auch auf jeden Fall nice ist, ne? So, und hier die geile Musik erinnert. Ich weiß, warum ich mich so... Warum das so ein bisschen so Ridge Racer-Feeling hat. Weil wegen der Musik, glaube ich. Die Musik ist schon so... Ja, ein bisschen Ridge Racer-mäßig hier. Die Strecke jetzt zwar nicht, es gibt aber auch andere Strecken. Ich meine, das war doch der letzte oder vorletzte Part gewesen, wo wir da die Autobahn gefahren sind. Das sah für mich auch wie halt so eine richtige Ridge Racer-Strecke aus. Aber Ridge Racer wurde ja von Namco ja entwickelt. Damals. Namco Bandai heute. Aber leider gibt es ja von Ridge Racer kein neues Spiel mehr. Das letzte Spiel war ja, glaube ich, Unbound oder wie auch immer das Spiel heißt. Von Bugbear entwickelt worden, was auch eigentlich mehr so ein Burnout-Klon sein sollte, glaube ich. So mit ein bisschen mit Ridge Racer-Feeling. War aber eher mehr so auf Crash fokussiert. Und Bugbear kennen ja viele von euch hoffentlich. Die haben ja damals Flatout 1 und 2 rausgebracht. Nicht den dritten Teil rausgebracht. Muss ich ganz auf jeden Fall erwähnen. Die haben nicht den dritten Teil entwickelt. Und der dritte Teil ist ja der... Das schlimmste Rennspiel überhaupt, fast schon, ne? Das hat ein anderer Entwickler entwickelt. Und Bugbear, die haben ja vor ein paar Jahren Wreckfest rausgebracht, was bis heute noch gerne gespielt wird, was ich gesehen habe. Und ja, aber von Ridge Racer, das letzte normale Ridge Racer Spiel kam ja 2007 oder 2006 raus, beziehungsweise 2006 in Japan, USA, da das war ein Launchspiel gewesen für die PS3. Habe ich sogar auch gespielt, war auch mein erstes PS3-Spiel. Ich habe meine PS3 2007 bekommen zu Weihnachten und meine Eltern haben dazu auch Ridge Racer gekauft. Alter, meine Eltern haben für mich für 500 Euro eine PS3 gekauft zu Weihnachten. Ich war so glücklich damals gewesen, als ich noch klein war. Ne? Also, als wie alt war ich da? Da war ich 13. Mit 13, da hatte ich, konnte ich kein Geld, also habe ich kein Geld verdient. Ich habe da, glaube ich, nur 5 Euro Taschengeld in der Woche bekommen oder so. Und das war's dann auch schon. Ich konnte mir eigentlich nichts leisten, nicht mal Spiele oder so leisten. Da war ich so glücklich gewesen. Heutzutage, wenn man jetzt arbeitet und sich eine Konsole kauft, dieses Gefühl hat man einfach nicht mehr, wie früher damals. Ihr kennt doch sicherlich alle das legendäre Video, wo sich das Kind sehr gefreut hat, dass er, das Kind hat ja das N64 bekommen und hat sich da so extrem darüber gefreut. Dieses Gefühl hatte ich damals auch bei der PS3 gehabt, aber jetzt, oh, nö. Einfach eine neue Konsole, yeah, nice. Gut. Und R33 wäre cool, ein RX8, oh, auch ein schönes Fahrzeug, cool. Aber, ne, wir wechseln nicht den Wagen. Nein, 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 nein. Gut,
Wie viele Punkte? 106 Punkte und wir haben für das Fahrzeug auch ein Level Up. Für mich ist es sogar wichtiger, dass wir das Fahrzeug auch gut aufleveln. So, jetzt Leistungserhöhung Level 1. Sieht man das auch dann in Details, dass der Wagen jetzt mehr Leistung hat? Warum? Hä? Was ist denn los? Warum verschlechtert? Hä? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Warum haben wir uns jetzt verschlechtert? Okay. Das ist aber nicht gut. Also wir müssen auf jeden Fall ein Rennen mit sehr hoher Quote auch fahren. Vielleicht, wenn wir nach hinten gehen. Nee, da, die Quote, die wird... Ah, hier! Hier gibt es eine hohe Quote. Warte, wie viel... Na, wir kriegen nur 26 Punkte. Also... Hä, warum kriegen wir jetzt... Warum haben wir es verschlechtert? Wir haben doch das Rennen doch souverän gewonnen. Ja, gut. Dann fahren wir ja direkt hier das nächste Rennen. Ich glaube, irgendwie verschlechtert sich hier unsere Quote. 100 Punkte kriegen wir nur hier. Aber das scheint eine neue Strecke zu sein, weil das ist, glaube ich, die Rallye-Strecke, nur halt ein bisschen abgespaceder jetzt. Noch abgespaceder als vorhin. Aber wieso? Ey, das ist doch total blöd jetzt. Was sollen wir jetzt bitte schon hier noch groß... wo können wir uns noch groß verbessern? Habe ich irgendwas verpasst? Naja, egal. Wir fahren jetzt auch dieses Rennen wieder. Ich hoffe, dass wir jetzt hier uns verbessern gleich von der Position. Ja. Ich fahre jetzt ein absolut perfektes Rennen. Ich muss jetzt auf jeden Fall versuchen, hier nicht die Wanne zu berühren. Und die Strecke ist auf jeden Fall neu. Aber auch ein bisschen so ganz Russo-Feeling gerade hier. Also die Strecke, die kenne ich zwar nicht, aber irgendwie ähnelt die Strecke eine Gran Turismo 4 Strecke, meine ich. So. Ich kann auch mal hier gerne mal die Handbremse nutzen. Oh. Wieder mal sehr spektakulär hier. Wie die Strecke aussieht. So, ein bisschen Doriftus da hier. Ich fühle mich hier pudelwohl jetzt. Mit einem Subaru perfektes Auto für die Strecke. Aber ich frage mich, wie wir jetzt uns verbessern können. Also hier kriegen wir jetzt auch nur 100 Punkte, Anführungszeichen, nur. Denn im vorigen Rennen haben wir 90 Punkte bekommen. Was heißt das jetzt für dieses Rennen? Wir kriegen jetzt 10 Punkte als vorhin. Oh, das sieht gut aus. Das sieht echt nice aus. Also Konami, nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich würde sogar fast behaupten, sieht sogar besser aus als Gran Turismo 4. Weil hier bewegt sich ja auch, also das Wasser hier sozusagen, ne? Und bei Gran Turismo ist es alles sehr statisch. Ich kann mich an Great Canyon erinnern, Gran Turismo 4. Da haben zwar die Zuschauer halt auch gerne gewunken und so. Und da waren einige wagemutige Fotografen auch unterwegs, die auf der Strecke waren und Fotos geschossen haben und dann schnell weg abgehauen sind. Aber da gab es sonst eigentlich nichts Bewegliches, so von der Umgebung her. Nur die Zuschauer haben sich bewegt. Und hier, ja, auch sehr hübsch. Bosch-Werbung hier. Habe ich auch schon öfters hier gesehen im Spiel. Und die Musik, was ist hier mit der Musik jetzt los? Die ist ein bisschen abgespaced wieder mal. Ach, herrlich. Schön. Einfach nur schön. Hoffe ich, ist hier keine Vodafone-Werbung jetzt. Sobald hier irgendwo eine Vodafone-Werbung aufploppt, dann ja, haben wir bestimmt Pech. Aber es ist eine verdammt lange Strecke, ne? Also, ja. Gut, geht einigermaßen noch. 2 Minuten 20 und das ist ja die erste Runde. Und bekanntermaßen ist die erste Runde mal die langsamste Runde, weil wegen der Start... Aber vielleicht drehe ich mich jetzt in der Runde und dann ist die Runde noch langsamer als die erste Runde. Wer weiß. Aber man merkt sofort, Subaru ist eigentlich dafür mega gut geeignet. Gut, dass ich hier nicht mit der Viper fahre, ne? Und jetzt bis jetzt noch ein perfektes Rennen gefahren, ohne Kollision oder sonstiges. Und ich glaube, wenn wir auch ein perfektes Rennen fahren, dann kriegen wir halt noch mehr Punkte, oder? Meine ich jetzt. So, hier nice Drifto machen. Okay, und weiter geht's. Komm, ich nutze aber auch jetzt die Handbremse. Man sieht ja auch da, dass ich die Handbremse nutze, wenn ich die R1-Taste drücke. Okay. Ein bisschen mehr Action hier machen, ein bisschen mehr Show machen hier. Und meine Fresse, sieht das gut aus. Jetzt ohne Mist. Ohne Mist, das sieht wirklich gut aus. Okay, nicht so viel Action dann jetzt, aber... Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir uns drehen, kriegen wir auch dann Endo-Punkte verloren? Ich glaube nicht, ne?
bin auch noch nie rückwärts hier gefahren. Also in einer Strecke, wo bin ich jetzt nie irgendwie die falsche Richtung gefahren. Da gehen wir bestimmt auch eher ein paar Intro-Punkte verloren. Aber vielleicht werden wir direkt auch disqualifiziert. Kann ich mir bei dem Spiel auch gut vorstellen, dass wir direkt disqualifiziert werden dann. So, und gleich sollten wir das Ziel auch erreichen. Oh, der Jump. Sehr nice. Oh, 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 oh. Nicht gut. Fünfte Sekunden Vorsprung schon. Dass das laut Enthusiast ist, das ist das schwierigste Rennen jetzt gerade. Also tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt hier ja, keine spannende Rennen aktuell zeige, aber aktuell lässt das Spiel das einfach nicht zu. Vielleicht müssen wir wieder in den Wagen wechseln. Vielleicht sogar mit der Viper wieder fahren. Aber jawohl, souveränes Rennen gewonnen jetzt. Ha, herrlich. Ja, entspanntes Rennen, wie gesagt. Sehr entspanntes Rennen, leider. Gut. Aber hoffentlich kriegen wir jetzt mehr Punkte. Gut, dann gucken wir mal nach, ob wir jetzt hier hoffentlich mehr Punkte kriegen. Savannah RX7. Ja, immerhin haben wir das Auto auch bekommen jetzt. Aber werde ich auch wahrscheinlich nie nutzen. Obwohl es echt ein schönes Fahrzeug ist, muss ich sagen. Und generell schade, dass Mazda kein neues RX7 mehr rausbringt. Gut. Perfektes Rennen, jawohl, ja. Und Level 20 auch erreicht. Gut, jetzt ist die Frage. Achso, okay, erstmal das Auto auch noch schneller geworden. Sehr cool. 100 Punkte nur, ey. Was? Warum, ey? Ja, wow. Wir haben uns um 4 Plätze verbessert. Wow, nice. Ich hoffe, dass wir jetzt wirklich ein gutes Rennen hier erwischen. Jetzt bitte mit einer Dreierquote oder was auch immer. 2,3. Naja, immer noch sehr recht wenig. Wie viele Punkte kriegen wir hier? 115 immerhin. Ja gut, dann fahren wir direkt das Rennen. Also 115 Punkte, wir steigern uns jetzt allmählich wieder. Und auch hier mein Ziel natürlich, möglichst fehlerfreies Rennen zu fahren. Oh, der hinter uns ist doch, ist das nicht dieser Nismo Silvia? So, aber diesmal fahren wir jetzt hier die Strecke rückwärts, also auch wieder was Neues hier. Wow, 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 wow. So, alle überholt direkt. Allrad Kikitio. Ne, eigentlich VT Kikitio, aber kann man auch zu Allrad sagen dann. Allrad Kikitio, am Start zumindest. Also ganz ehrlich, das Spiel hat mich halt wirklich so wie ein Forza-Spiel. Von der Fahrphysik her jetzt, meine ich. Weil mit Allrad ist man schon halt overpowered unterwegs hier. Okay. 5 Runden fahren wir jetzt wieder hier, also Gran Turismo-Niveau. Oh, ich glaube, hinter uns ist direkt hier unser Erzendgegner hier. Mit dem Nissan Silvia, der ist ultra schnell unterwegs. Also vielleicht, wenn wir den Wagen kriegen, werde ich den auch nehmen wahrscheinlich dann. Ein bisschen Abwechslung schadet ja nicht, wie gesagt. Nee, ist keine Silvia. Was ist das für ein Auto? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das Auto, was das für ein Auto ist. Oh, oh, oh. Nicht die Wand berühren. Da kriegen wir am meisten Punkte abgezogen. Hier 10 Punkte, glaube ich, pro Kollision. Was ist das für ein Auto? Ich kann nicht nach hinten schauen. Das ist das Problem. Kann ich es einfach nicht mir anschauen. Aber das ist echt schnell. Also, jetzt endlich wieder mal ein spannendes Rennen. Obwohl, ja, in diesem Sektor haben wir jetzt 6 Hintel. Gut gemacht. Nein. Ah, egal, so schlimm ist das jetzt auch wiederum nicht. Wir sind schneller. Wir sind weiterhin schneller. Sobald ich mich unwohl fühle, dann werde ich auf jeden Fall die Perspektive wieder ändern. Aber jetzt aktuell so fahre ich weiter. Aber wenn ich wirklich, wenn er hinter uns direkt ist, nur irgendwie 2 Zehntel hinter uns sind, dann werde ich definitiv die Perspektive auf die Frontstoßstange ändern dann. 1,6 Sekunden, okay. Ich habe da vorhin auch einen Fahrfehler gehabt, also deswegen hat er wieder vorhin Zeit aufgeholt. Aber wenn wir so weiterfahren, jawohl, sind wir pro Sektor halt eine halbe Sekunde schneller. So, hier aufpassen. Ein bisschen nice Drifto-Action hier, aber nicht die Wand berühren.
Jawohl. Aber ohne Mist, ich hoffe, dass wir jetzt endlich hier Top 500 erreichen jetzt. Gleich. Also nicht nach diesem Rennen. Wie wahrscheinlich nur 10 Positionen verbessern wir uns dann auch. Aber ich hoffe, dass auch dann die nächsten Rennen diesmal eine höhere Quote auch haben, ne? Je höher die Quote, desto besser für uns. Also eine Dreierquote wäre ja super. Aber ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Eigentlich mache ich ja alles richtig, glaube ich. Ich weiß nicht, warum bei uns jetzt immer so eine niedrige Quote... Vielleicht muss ich wirklich mit der Viper fahren, ey. Ohne Mist. Wenn wir jetzt nach diesem Rennen wieder ein Rennen haben, nur mit einer 2,2er-Quote, dann werde ich die Viper wieder nehmen. Ich glaube, mit dem Wagen können wir nichts erreichen, ey, so richtig. Oh, wir können... Das sieht danach aus, als würden wir... Ich glaube, wir werden nächste Runde jemanden überrunden, den Letztplatzierten. Und nein, der soll uns bitte aber vorbeilassen. Ich hoffe, hier wird auch die blaue Flagge dann simuliert. Blue Flag, honestly, sage ich da nur. Ah ja, da war der Vettel ja noch schnell gewesen mit Ferrari. 2018, 2019. Ne, 2019 war er halt langsamer gewesen als der Charles Leclerc. Aber ne, ich glaube, wir werden niemanden überrunden. Das ist gut. Ich kann mir gut vorstellen, Überrundungen sind hier bestimmt richtig scheiße jetzt. Oder doch. Oder vielleicht überrunden wir den doch. Komm, das ist eine neue Herausforderung. Den Letztplatzierten zu überrunden. Und schaffen wir das? Schaffen wir das? Oh, nein, leider nicht. Egal. Und auch hier dieses Rennen souverän gewonnen. Jetzt ist die Frage. Ich hoffe, dass wir jetzt wirklich diesmal mehr Punkte kriegen. Also ja, wir kriegen auch mehr Punkte. 115 Punkte waren das insgesamt. Nismo S15 Silvia wäre schon echt cool. Aber wir gewinnen natürlich das langsamste Fahrzeug hier im Feld. Ja, C gerade mal nur. Jetzt ohne Mist. 142, ja, wir haben immerhin ein neues Level erreicht. Also sowohl für das Fahrzeug als auch für den Fahrer. 600 Intro-Punkte haben wir jetzt. Oha. Und bitte, bitte, bitte eine Viererquote gleich. 115 Punkte. Ey, wir haben gar keine Position. Ganz ehrlich, was ist hier los? Warum? Gucken wir mal kurz schnell nach hier. Also. Und? Dreierquote. Yay, endlich. Aber auch hier mit einer Dreierquote können wir nicht viel erreichen. 150 Punkte. Ich weiß jetzt nicht, ob wir vielleicht die Viper wieder nehmen, damit wir vielleicht hier auch Rennen haben mit einer 5er oder 6er Quote. Aber komm, wir fahren mal jetzt das Rennen hier. Wir können hier zwar nichts gewinnen, aber wir kriegen halt Punkte. Das ist das Wichtigste jetzt aktuell. Das ist irgendwie total komisch gerade. Was mache ich hier falsch? Naja, eigentlich sollten wir schneller sein, weil wir hier ein paar Tuning-Teile auch bekommen haben. Also, mal gucken, ob wir hier zurechtkommen jetzt auch. Ja, wir haben auch einen besseren Start erwischt. Also unser Wagen ist halt deutlich schneller. Ich glaube, ohne Mist, ich werde vielleicht jetzt nochmal die Viper nehmen. Weil mit der Viper habe ich hier schon mehr Punkte gekriegt, auf jeden Fall. Aber 150 Punkte hört sich aber auch relativ viel an jetzt, ne? Aber ich verstehe das Spiel jetzt gerade nicht. Vielleicht muss ich mal im Internet nachschauen, warum wir so wenige Punkte kriegen. Nur warum wir halt keine Position, nicht uns die Position verbessern. Ey, Fragen über Fragen, die ich jetzt leider nicht beantworten kann. Schade. Ach Mann, ich drücke hier die Kreistaste, weil ich dachte, da wäre hier die Handbremse. Ich habe ja vorhin, also nicht vorhin, aber letzte Woche noch Crit gezockt, Racer war Crit und da habe ich auch sehr viel gedriftet und mit der Kreistaste kann man ja auch halt dann die Handbremse nutzen und halt Memory-Effekt oder so. Ich habe jetzt einfach automatisch die Kreistaste gedrückt, aber nee, die Handbremse ist ja hier die R1-Taste. So macht man das, ne? So, aber jetzt nicht die... Na, ich habe die Wand berührt, super. Ist aber, glaube ich, eine andere Strecke, weil die sieht irgendwie anders aus jetzt hier, oder? Nee, ist, glaube ich, dieselbe Strecke wie vorhin. Ach, Mann. Mann, ey.
Warum fahre ich jetzt zu Kaka? Es ist dieselbe Strecke. Oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es dieselbe Strecke, nur halt andere Richtung. Deswegen, ich denke, es ist ein anderes Layout hier. So, da kommt die Hanade-Kurve und hier schön jetzt die Handbremse nutzen. Ganz kurz die Handbremse angetippt. Hat nicht sonderlich viel gebracht, glaube ich. Und die Musik ist wieder hier, so abgespaced. So, ein bisschen Rupto-Style hier noch. Und da ist das hier auch gleich schon. Diesmal kenne ich die Strecke auch besser. Wir waren auch hier deutlich schneller als noch im ersten Versuch. Ich glaube, im ersten Versuch bin ich eine 2 Minuten 20 gefahren. Jetzt 5 Sekunden schneller gewesen jetzt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich die Strecke besser kenne oder ob der Wagen halt schneller ist jetzt. Ich glaube, das liegt sowohl als auch wahrscheinlich. Ich kenne die Strecke jetzt besser und der Wagen ist auch schneller geworden. Ne? Das summiert sich halt ziemlich gut dann zusammen. Okay. Boah, die Musik ist ja aber richtig spektakulär hier, ne? Als wäre das wirklich das Rennen des Jahrhunderts hier aktuell. Ist es aber nicht. Okay. Und hier schön wieder an die Handbremse nutzen. Jawoll! Gut getroffen hier, die Kurve auch. Not bad. Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ich finde es trotzdem nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme jetzt ein ganz anderes Auto gleich. Nicht unsere Viper, sondern wir nehmen einfach mal ein Auto, was wir gewonnen haben, was aber auch schnell genug ist. Was haben wir jetzt eigentlich so in letzter Zeit gewonnen? Habe ich jetzt sogar nicht mehr drauf geachtet, beziehungsweise weiß ich gar nicht, einfach nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben doch, glaube ich, ein Corvette oder so bekommen. Ne, nicht Corvette. Doch, Corvette C3, aber ist schon etwas länger her. Ja, komm, wir gucken uns einfach gleich mal hier Fahrzeug wieder an. Aber heute haben wir nicht viel erreicht. Das ist das Problem, ey. Huh. Und jetzt Jump. Sauber. Und wieder schön hier die tolle Bosch-Werbung uns anschauen. Bosch, die sind ja auch im Rennsport richtig tätig. Also nicht im Rennsport, sondern die machen, soweit ich weiß, Displays für Lenkräder. Soweit ich weiß, für einige Teams. Oder halt generell, ich glaube, die bauen sogar Lenkräder. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig, aber die machen irgendwas mit dem Display auf jeden Fall. Und die sind halt schon im Rennsport schon aktiv auch, ja. So, und Victory! Oh, da haben wir ein bisschen Untersteuern gehabt jetzt. Und gewonnen! 150 Punkte kriegen wir jetzt. Hurra, endlich mehr Punkte als vorhin. Also 90 hatten wir vorher nur bekommen. Okay, weiter, weiter, weiter. Und beenden. Ja, bitte. Oh, die Musik hat sich jetzt geändert. Warum das denn? Hat sich was jetzt geändert hier? Weil, wenn die Musik sich geändert hat, dann scheint da etwas passiert zu sein jetzt. Und Level 8 haben wir hier erreicht. Oh, der Wagen ist aber richtig schnell. 150 Punkte. Sehr cool. Ja, wow. 9 Platzierungen besser. Aber guck mal, wenn wir uns jetzt die letzten Punkte anschauen, ne? 150, 100, 100, 100, 145. Also 150 ist eigentlich ein Maximum, was wir so erreichen können, ne? Aber jetzt ohne Mist, ich gucke immer ganz schnell nach. Und 2,4er Quote können wir vergessen. Ach man, ich drücke wieder die falsche Taste. Ja, weil ich drücke immer halt auf Dreieck, weil normalerweise, wenn man auf Dreieck drückt, dann verlässt man ja das Menü, aber naja. Ja, dann wechseln wir das Fahrzeug jetzt ganz einfach und hoffen mal, dass wir ein Rennen mit einer Achterquote oder so fahren können. Oh, Lancer! Ja. Aber der Wagen ist eh nicht schnell wie die anderen Fahrzeuge. Jetzt ohne Mist, ich glaube, ich nehme doch die Viper. Ja, ich nehme die Viper jetzt ohne Mist. Hat sich dann doch gedacht, wow, 23 Plätze verschlechtert, ey. Boah, scheiß die Wand an. Jetzt bitte, irgendwas mit 6er-Quote oder so. Ja, oh, wieder 3, was? Also, ganz ehrlich, was ist hier los? Warum ist das so kacke jetzt gerade? Warum kommen wir nicht weiter? Also, wenn wir hier weiter hinten gehen, dann, ja, sind das hier so... Also wir müssen jetzt sehr, sehr, sehr mühselig jetzt hier die Rennen gewinnen. Das war eine Fehlentscheidung gewesen, das Auto zu wechseln. Aber ich wollte was anderes ausprobieren. Komm, wir fahren noch dieses Rennen jetzt hier.
gucken mal, wie wir hier zurechtkommen. Alter. Alter, was geht hier ab? Also, das ist jetzt aber gerade richtig blöd. Also, ganz ehrlich. Ach, egal. Das ist aber jetzt auch sehr interessant. Die Viper ist eigentlich nicht bekannt dafür. Für ein Offroad-Fahrzeug, ne? Yo. Ach, Mist, ey. Das war so unnötig gerade wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir noch ein langsameres Fahrzeug nehmen oder so. Mit keine Ahnung, 150 PS oder so. Jetzt ohne Mist, das muss ich mal nächstes Mal ausprobieren. Und oh mein Gott. Das ist gerade richtig scheiße zu fahren hier. Also ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Aber ich glaube, ohne Mist, ich nehme jetzt gleich ein Auto. Also im nächsten Part müssen wir was, wir müssen auf jeden Fall was ausprobieren. Wir müssen was anderes ausprobieren. Im nächsten Part werde ich dann, glaube ich, ein Auto nehmen. Oh mein Gott. Scheiß die Wand an. Das ist so kacke gerade zu fahren. Ey. Ganz... Ja, Alter. Alter, das ist mit Abstand der schlechteste Part, ey. Oh mein Gott. Was war... Das war so eine totale Fehlentscheidung, ey. Sorry, ich muss mich einmal ganz kurz konzentrieren hier. Weil ich... Ich kann nicht reden und fahren gleichzeitig. Das ist einfach nicht möglich. Ey, der hat hier überhaupt keine Probleme. Der kann einfach hier durchgehend hier Vollgas geben. Guck mal, ich muss immer gegenlenken. Der hat immer so eine ruhige Linie. Ich fahre einfach scheiße. Ja, okay, aber trotzdem. Das ist jetzt aber nicht toll, ey. Wisst ihr was? Ganz ehrlich, ich mache fast schon. Ich mache jetzt ohne Mist einen Rage Quit jetzt. Also nicht Rage Quit, aber das ist jetzt wirklich gerade nicht toll. 4 Sekunden Rückstand. Okay, wir holen jetzt aber sehr gut auf. Ich fahre noch weiter. Vielleicht schaffen wir es noch, aber ich mache so viele Fahrfehler jetzt hier. Ich bin mir relativ sicher, die KI, die fährt ja bestimmt mit Fahrhilfen oder was auch immer. Okay, wir haben aber 2 Sekunden aufgeholt. Also niemals aufgeben. Ach, schon wieder die Wand berührt. Immer vorsichtig fahren. Ich muss mich auch an den Wagen ein bisschen gewöhnen. Und wir fahren hier deutlich langsamer. Ne? Also 2,26, 28. Mit einer Impreza sind wir hier, was für eine Zeit mal gefahren? Weiß ich nicht mehr, habe ich wieder vergessen. Irgendwas mit 2,15, glaube ich, erste Runde. Also 30 Sekunden langsamer. Kein Wunder, ist ja auch kein Rallye-Auto, ne? So an sich. Oh, der Wagen ist aber ein bisschen schmutzig von dem Gegner. Das ist ein sehr intensives Rennen jetzt wieder mal. Komm, wisst ihr was? Scheiß drauf, ich dive vor mir jetzt. Der hat mich wieder getroffen, dieser Arsch. Yo. Gut, dass ich nicht aufgehört habe. Ich wollte echt jetzt wirklich abbrechen. Aber vor allem hier in Gran Turismo 5, die Sebastian Vettel Challenge, da habe ich nicht aufgehört und habe trotzdem die Gold geschafft dann am Ende. Ach, egal. Ich muss mich aber kurz auf das Rennen konzentrieren. Ey, meine Fresse, ist das scheiße gerade. Das ist richtig scheiße. Mein Gott. Muss das sein? Ja. So ein Bock mit Mist aber auch. So, ich blockiere jetzt einfach die Linie hier. Jawohl. Unser Wagen ist eigentlich schneller. Wir haben mehr Upgrades. Mehr Tuning-Upgrades als der Gegner wahrscheinlich. Ich glaube, die Gegner fahren alle mit Stockfahrzeugen und wir haben halt... Wir cheaten ein bisschen. Nein! Fuck! Oh, mein Gott. Ja, ich glaube, wir können das jetzt vergessen, oder? Ah, shit, 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 shit. Oh nein. Das war mit Abstand die schlechteste Entscheidung überhaupt, ey. Ja. Ich muss weinen. Oh, ja, gut. Ja, 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 ja. Wir haben es. Ja. Gut, okay. Ich fahre jetzt das Rennen trotzdem zu Ende, weil ich glaube, wenn wir das Rennen halt abbrechen vorzeitig, dann verlieren wir noch mehr Punkte. Kann das sein? Ja. Wir gewinnen hier sogar gar keine Punkte. Ja.
Ich bin jetzt richtig down gerade. Ich will nicht mehr. Oh. Ja, wir haben verloren. Aber so richtig. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Also, wir haben sehr viele Intro-Punkte verloren. Wir haben das Rennen nicht gewonnen. Was passiert wohl jetzt? Ja, wir kriegen gar keine Punkte. Hier kriegen wir auch keine. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt jetzt. Aber immerhin, wir haben unsere Plätze halt jetzt weiterhin. Also, wir haben keine Plätze verloren. Wieso auch immer. So, wir gucken mal kurz nach. Gibt's hier was Neues? Nee. Meine Fresse. Ich muss mal vielleicht im Internet nachschauen, wie wir mehr Punkte kriegen. Ja, aber dennoch, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch der schlechte Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.